Die Israelis bestücken ihre Raketen vom Typ Jericho mit Atomsprengköpfen und bringen sie in Position. Sie wissen, US-Spionageflugzeuge und Satelliten werden Israels stumme Drohung dokumentieren. Wir entdeckten, dass sich etwas in ihren Jericho-Stellungen und in den Bunkern tat, wo ihre Atomwaffen aufbewahrt wurden. Wir machten uns Sorgen, denn es hätte leicht zum Atomkrieg kommen können. Die Drohgebärde der Israelis wirkt. Die Regierung Nixon verhandelt mit den Sowjets und den arabischen Staaten. Die israelischen Atomwaffen bekommen Gewicht in der Diplomatie des Kalten Krieges. Die israelischen Atomwaffen haben die USA davon überzeugt, dass sie Israel alle konventionellen Waffen liefern müssen, die das Land braucht. Das war letztlich ihre Funktion. Sie sicherten die amerikanische Unterstützung, die Israel letztlich vom Einsatz seiner Atomwaffen abhielt. Im Yom Kippur-Krieg demonstriert Israel zum ersten Mal seine neue Stärke. Auf den Flughäfen warten F-4-Atombomber auf den Startbefehl zum Angriff auf das sowjetische Odessa. Der Kalte Krieg ist endgültig im Nahen Osten angekommen. Die Israelis und die USA sind jetzt nukleare Verbündete. Ihre Feinde sind Araber und Sowjets. Israel hat im Yom Kippur-Krieg sein Versprechen gehalten, nicht als erster Staat Nuklearwaffen im Nahen Osten einzuführen. So jedenfalls sieht man das im eigenen Land. Außerhalb des Nahen Ostens scheint dieses Versprechen nicht zu gelten. 1979 registrieren die USA eine Nuklearexplosion im Südatlantik, zwischen Afrika und der Antarktis. Israel führte den Test mit Unterstützung von Südafrika vor der Küste durch und dieser Test wurde von einem WLAN-Satelliten erfasst. Präsident Carter ist außer sich, als ihn seine Geheimdienste informieren. Der US-Präsident verhandelt gerade mit Israel und Ägypten über ein Friedensabkommen zwischen beiden Staaten. Bevor analysiert werden konnte, was geschehen war, bevor die US-Geheimdienste etwas sagen konnten, versuchten das Weiße Haus und das Außenministerium bereits, die Sache unter den Teppich zu kehren. Dabei wissen die USA seit Jahren, dass Südafrika mit der Atomforschung militärische Zwecke verfolgt. Auch die Zusammenarbeit Israels mit dem Apartheid-Regime ist ihnen bekannt. Seit Beginn der Apartheid pflegten die Verantwortlichen des Atomprogramms enge Beziehungen zu Israel, von der beide profitierten. Israel hatte Expertenwissen anzubieten und Südafrika reichlich Uran. Es belieferte Israel mit Uranerz. Das Regime Südafrikas besitzt bereits eine einfache Atombombe. Jetzt wollen sie Raketen mit Wasserstoff-Sprengköpfen. Israel sucht Kunden für seine Waffenproduktion und ein neues Testgelände. An der politischen Gesinnung der Regierung in Südafrika stören sich die Israelis nicht. Am 3. April 1975 unterzeichneten Shimon Peres und Peter Willem Botha ein Abkommen. Es verpflichtete beide Länder zur kompletten Geheimhaltung von allem, was in den Verhandlungen besprochen, vereinbart und beschlossen wurde. Das ging so weit, dass im Vertrag sogar vereinbart wurde, die Existenz des Vertrages abzustreiten. Israel verstößt damit gegen den Atomwaffensperrvertrag, der die Verbreitung von Nuklearwaffentechnik verbietet. Doch den Vertrag hat es nie unterzeichnet, denn offiziell besitzt Israel die Bombe nicht. 1991 kämpft eine internationale Koalition unter Führung der USA im Golfkrieg gegen den Irak. Aus Rache für den Angriff lässt Saddam Hussein Scud-Raketen auf Israel schießen. Die Bevölkerung befürchtet sogar einen Giftgasangriff. Der deutsche Außenminister wird Augenzeuge der Raketenangriffe. Hans-Dietrich Genscher erlebt die Reaktionen der Bevölkerung hautnah. Wir haben ihm große Vorwürfe gemacht, weil wir behaupteten, dass die Europäer
dem Saddam Hussein militärische Hilfe und wissenschaftliche Hilfe, chemische Hilfe für chemische Waffen geleistet haben. In Israel musste sich der deutsche Außenminister Genscher Vorträge unseres Außenministers David Levy anhören, wie böse die Deutschen wären, weil sie Saddam Hussein Raketen verkauft hätten, was gar nicht stimmte. Aber was soll's. Und er hat einen regelmäßigen Kontakt mit dem Bundeskanzler geführt. Und was da besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber das Ergebnis war, dass er uns U-Boote angeboten hat. Ich persönlich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken daran, wie das gelaufen ist. Das ist schon ein bisschen beschämend. Aber ich bin ja auch nicht für die Sicherheit meines Landes verantwortlich. 1999 beschließt Deutschland, 3 U-Boote im Wert von über 1 Milliarde Mark an Israel zu liefern. Israel zahlt die Hälfte, der Rest ist geschenkt. Ob die Boote auch mit Nuklearwaffen bestückt werden können, fragen die Spender lieber nicht. Die Deutschen haben immer so getan, als hätten sie es nie verstanden, nie gewusst. Und ich spreche jetzt von der höchsten Ebene in der Bundesregierung, mit der ich einen regelmäßigen Kontakt hatte. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich glaube, dass die Deutschen es nicht wissen wollten. 2000 Deutschland publik. Nur wenige Politiker sind bereit, Auskunft zu geben. Wenn wir danach gefragt hätten, wäre ja das Schlimmste gewesen, wenn die Israelis uns eine ehrliche Antwort gegeben hätten. Denn wenn sie ehrlich geantwortet hätten und gesagt hätten, eure Lieferung von konventionellen betriebenen U-Booten wird von uns im Rahmen unserer Nuklearstrategie benutzt, dann hätten natürlich die deutschen Regierungen sich da öffentlich legitimieren müssen. Die Lieferung 3 weiterer U-Boote steht noch aus. Auch sie könnten Atomsprengköpfe in alle Weltmeere befördern. Jeder, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt und der sich mit der israelischen Abschreckungspolitik beschäftigt, musste wissen, dass diese U-Boote möglicherweise auch nuklear bestückt werden. Und ich kann mir keinen Politiker vorstellen, der darüber hinaus nur 15 Minuten nachgedacht hätte, der nicht auf solche Optionen gekommen wäre. Und ich finde, dass man dann auch nicht später so tun sei, kann, soll, als sei man darüber überrascht. Dann würde es ja dafür sprechen, dass ich naiv bin mit meinen Entscheidungen und die Konsequenzen meines Handels gar nicht bedacht habe. Oder dass ich anfange zu lügen, weil ich so tue, als wüsste ich etwas nicht, obwohl ich das begriffen habe. Israel hält an der Politik der Undurchschaubarkeit fest. Manche spekulieren sogar, das Land habe seine Waffen nicht nur auf Ziele im Nahen Osten gerichtet. Man will das auch nicht dementieren. Man will, dass jeder sich Gedanken macht und keiner es wirklich wissen soll. Das ist eine Abschreckung. Das ist ein Abschreckungsmittel. Wir wollen doch niemanden mit Atomwaffen angreifen. Wir wollen doch niemanden vernichten. Israels Atomwaffen könnten theoretisch jedes Ziel erreichen. Weltweit. Der Staat entzieht sich bis heute jeder internationalen Kontrolle. Die israelischen Atomwaffen bleiben ein Tabuthema, vor allem in Israel und den USA. Für die internationale Gemeinschaft und Israel ist es an der Zeit, sich der Wirklichkeit zu stellen und als Realität anzuerkennen, was Realität ist. Israel ist Nuklearmacht. Damit Spielchen zu veranstalten, ist nicht der richtige Weg, weder für die Welt noch für Israel. Die Politik der atomaren Zweideutigkeit mag Israels Überleben in der Vergangenheit gesichert haben. Für die Zukunft und den Frieden im Nahen Osten ist sie eine schwere Hypothek. Bis heute macht der Staat der Juden ernst mit seinem größten offenen Geheimnis. Als ein pensionierter General in einem Buch erwähnt, dass er am Nuklearwaffenprogramm beteiligt war, wird der Rentner auf Bewährung zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mordechai Vanunu, dessen Fall wir ja erörtert haben, ist nach 18 Jahren im Gefängnis immer noch kein freier Mann. Bis heute darf er weder ausreisen noch gar mit Journalisten sprechen. All das zeigt, die Bombe ist ein Trauma und sie ist real. Bleiben Sie uns treu.
6. August 1945. Wir haben doch viel mehr Menschen gerettet als getötet. Darf man eine solche Waffe einsetzen? Für mich sind beide Bomben ein Kriegsverbrechen. Ganz klar. Die Opfer sind nicht gewarnt. Es hat die Welt verändert, militärisch und politisch. Es hat alles verändert. Das Drama von Hiroshima in ZDF History. Mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Vor 65 Jahren kündet über Japans Küstenstadt Hiroshima ein kilometerhoher Wolkenpilz vom Anfang einer neuen dunklen Ära. Mehr als 100.000 Menschen sterben, viele davon erst nach Jahren, an den Folgen der Verstrahlung. Seitdem wird darüber debattiert, war dieser Einsatz wirklich nötig, um den Krieg im Fernen Osten zu entscheiden? Oder war Hiroshima in Wahrheit nur ein zynischer Versuch mit echten Menschen als Versuchskaninchen? Klarer Fall für unsere Detektive der Geschichte. Die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. In den Arsenalen der Supermächte lagern mehr als 60.000 Kernwaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Menschheit in der Lage, sich selbst auszulöschen. Das Zeitalter des Schreckens. Es beginnt in einer der entlegensten Gegenden Nordamerikas. Die Wüste von New Mexico. Fernab jeder menschlichen Siedlung entsteht hier in Los Alamos County die geheimste Anlage der USA. 1942. Tausende Wissenschaftler und Techniker aus dem ganzen Land werden zusammengezogen. Kontakt zur Außenwelt gibt es nur über ein anonymes Postfach in Santa Fe. Wissenschaftlicher Leiter ist ein arbeitsbesessener Kettenraucher, Robert Oppenheimer. Doch der Physiker hat nicht allein das Sagen in Los Alamos. Ohne das Militär wäre die Bombe nie gebaut worden. Das Hauptinteresse war militärisch. Verantwortlich für das ganze Projekt, das sogenannte Manhattan Project, war ein General, General Groves. Zuvor hatte er das Pentagon in Rekordzeit errichten lassen. Für das Manhattan Project war er der ideale Mann, völlig rücksichtslos. Er räumte alles aus dem Weg, was den Bau der Bombe verhindern konnte. In the mission of building a bomb. Treibende Kraft für das Manhattan Project ist die Furcht vor den Nazis. Deutsche Physiker Lise Meitner und Otto Hahn hatten das Prinzip der Kernspaltung entdeckt. Wenn Hitler diesen Vorsprung nutzt, und als erster eine Atombombe einsetzt, wären die Folgen für den Westen verheerend. Albert Einstein, in die USA emigriert und damals schon eine lebende Legende, schreibt einen Brief an Präsident Roosevelt. Darin warnt er vor, Zitat, extrem starken Bomben eines neuen Typs. Einstein weiß, dass Hitler den Export von Uranerz verboten hat und glaubt deshalb, das deutsche Bombenprogramm habe schon begonnen. Ausgerechnet der friedfertige Albert Einstein öffnet so den Weg ins nukleare Zeitalter. Später wird er sagen, der Brief sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. US-Präsident Franklin D. Roosevelt will das Risiko nicht allein tragen. Er lädt die verbündeten Briten ein, mitzumachen beim Manhattan Project, beim Bau der Bombe. Churchill stimmt zu und schickt britische Wissenschaftler in die Wüste von Los Alamos. Die beiden verabreden, einen Einsatz der Bombe nur gemeinsam zu beschließen. In Oak Ridge, Tennessee, nimmt die zentrale Anlage zur Urananreicherung ihren Betrieb auf. Viele der Forscher, die hier und in Los Alamos arbeiten, sind vor den Nazis aus Europa geflohen. Welche gefährliche Rolle die Strahlung in der Kernphysik spielt, ist damals noch kaum bekannt. Die sogenannten Väter der Bombe setzen ihr Leben aufs Spiel.
die Experimente waren ausgesprochen naiv. Man hat, um herauszufinden, ab welcher Menge eine kritische Masse entsteht, beispielsweise mit der Hand gemacht. Mit einem Schraubenzieher hat man diese Materialien aufeinander zubewegt und hat geguckt, wo gibt es erste Anzeichen einer Explosion. Es ist dazu einem sehr tragischen Unfall gekommen, weil einem Wissenschaftler, der dann auch später gestorben ist, der Schraubenschlüssel aus der Hand gefallen ist und es kurzzeitig eine Verpuffung, quasi die Vorphase einer Nuklearexplosion, gegeben hat. Der kanadische Physiker Louis Slotin stirbt wenige Tage nach dem Unfall in Los Alamos mit 35 Jahren. Am 7. Dezember 1941 greifen japanische Flugzeuge die US-Marinebasis Pearl Harbor auf Hawaii an. Ohne Kriegserklärung. 2400 Amerikaner sterben. Vier Tage später erklärt Japans Bündnispartner Deutschland Amerika den Krieg. Die USA kämpfen von nun an auf zwei Kriegsschauplätzen. Und für die neue Waffe, die im Manhattan Project entstehen soll, gibt es von nun an Ziele in Deutschland und in Japan. Die Japaner waren in den USA viel mehr verhasst als die Deutschen. Besonders seit Pearl Harbor, dem als hinterhältig empfundenen Angriff vom Dezember 1941. Das haben die Amerikaner nie verziehen. Im überwiegenden Teil der US-Presse wurden die Japaner regelrecht verteufelt. In den Monaten nach Pearl Harbor bringen japanische Truppen den gesamten östlichen Pazifik unter ihre Kontrolle. Die amerikanische Gegenoffensive ist ein zäher Kampf. Insel für Insel muss zurückerobert werden. In erbitterten Gefechten. Die US-Truppen treffen auf einen Gegner, der lieber umkommt, als sich zu ergeben. Das sorgt für hohe Verluste auf beiden Seiten. Und für wachsende Distanz zu den Menschen auf der anderen Seite der Front. Die japanische Opferbereitschaft im Zweiten Weltkrieg, die lässt sich tatsächlich sowohl bei den Soldaten wie auch bei der Zivilbevölkerung beobachten und ist aus unserer Sicht vielleicht erschreckend. Aber man kann sich das so erklären. Erstens war die Indoktrination total. Und es gab diesen Ausdruck Hikokumin. Das heißt eigentlich nicht Japaner sein. Jemand, der sich nicht der Propaganda entsprechend verhält, war ein Hikokumin. Das war das Schlimmste, was einem passieren konnte, weil man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen geächtet war. Kulturell und historisch ist Japan völlig anders geprägt als das verbündete nationalsozialistische Deutschland. Doch im Krieg gibt es auffällige Parallelen. Beide Regime erklären ihren Angriffskrieg zum Freiheitskampf eines bedrohten Volkes. Beide empfinden sich als Vorreiter eines rassisch überlegenen Herrenvolks. Und beide glauben fest daran, dass nicht die Zahl der Divisionen den Krieg entscheidet, sondern die radikale Entschlossenheit eines Volkes. Und wenn selbst das nicht helfen sollte, hoffen beide Seiten auf revolutionäre Wunderwaffen. Im Sommer 1944 beginnt der Sturm auf Hitlers Europa. Keine deutschen Siegwaffen entscheiden den Krieg, sondern Flugzeuge, Panzer und Soldaten. Der Überlegenheit der alliierten Divisionen hat die Wehrmacht nichts mehr entgegenzusetzen, außer Opferbereitschaft. Im Frühjahr 1945 ist der Krieg in Europa entschieden. Zu früh für den Einsatz einer Atombombe. Die amerikanische ist noch nicht fertig. Und die deutsche? Interessanterweise hat weder die japanische Regierung noch das faschistische Deutschland tatsächlich die Möglichkeiten von Nuklearwaffen erkannt. Es ist ja bekannt, dass Hitler eher in die V2 gesetzt hatte, die nicht kriegsentscheidend war, dass aber das Nuklearprogramm
ihnen eigentlich suspekt war. Es gab ja damals auch diese rassistische Unterscheidung zwischen deutscher und jüdischer Physik und diese ganze Relativitätstheorie, Quantenmechanik, das war letztlich jüdische Physik und wurde nicht wirklich richtig ernst genommen. In tausenden Verhören deutscher Gefangener und mit Suchtrupps fahnden die Amerikaner nach dem deutschen Atomprogramm. Sie finden Spuren von ersten Reaktorversuchen, schwach angereichertes Uran und viel Papier. Hitlers Atomprogramm besteht vor allem aus theoretischen Vorüberlegungen. Für praktische Fortschritte wie in Los Alamos sind die eingesetzten Mittel viel zu gering. Ein Wettlauf um die Bombe zwischen Deutschen und Amerikanern, wie von Einstein befürchtet, hat es nie gegeben. Man braucht einfach viel Platz für ein Testgelände, Reaktoren und die Anlagen zur Urananreicherung. All das gab es nicht in Deutschland. Und wenn es solche Anlagen gegeben hätte, wären sie in Reichweite alliierter Bomber gewesen. Sie wären bombardiert worden, so wie Peenemünde bombardiert wurde. Los Alamos konnte man nicht bombardieren, das war viel zu weit weg. 16. Mai 1945. Im US-Marinestützpunkt Portsmouth an der Ostküste ergibt sich ein deutsches U-Boot, U-234. Es ist vollgeladen mit Experten und Waffen-Hightech aus Hitlers untergegangenem Reich. Ein zerlegter Düsenjäger, Baupläne der V2 und 560 Kilogramm Uranoxid. Der Grundstoff für den Bau einer Atombombe. Eine brisante Fracht, die U-234 nach Japan bringen sollte. Eine letzte verzweifelte Waffenhilfe für den Verbündeten. Als der Kommandant von der deutschen Kapitulation erfährt, steuert er die Küste der USA an und bricht die Mission ab. Das deutsche Uran wird in die Aufbereitungsanlage von Oak Ridge gebracht. Ob es noch in der Bombe von Hiroshima Verwendung findet, konnte nie geklärt werden. 2 Monate später, Anfang Juli 1945. In der Wüste von New Mexico wird der erste Atomtest der Geschichte vorbereitet. Codename Trinity, Dreifaltigkeit. Die wenigen Farmen der Gegend sind nicht evakuiert worden. Damit der Test geheim bleibt, hat die Army eine Meldung vorbereitet, nach der ein Munitionslager explodiert sei. Für Robert Oppenheimer und die anderen Wissenschaftler von Los Alamos ist es die Stunde der Wahrheit. Sie schließen Wetten ab. Wird es ein Blindgänger? Werden wir alle sterben? Das war ja wirklich ein außergewöhnlicher Moment. Niemand wusste, was passieren würde. Es gab die Angst, etwas Schreckliches könne geschehen. Manche Wissenschaftler fürchteten, die Bombe würde die Atmosphäre der Erde in Brand setzen und den ganzen Planeten zerstören. In Los Alamos sind gleichzeitig 2 verschiedene Bombentypen entwickelt worden. Beim Trinity-Test soll Plutonium explodieren, nicht Uran, wie später über Hiroshima. Die Plutoniumbombe gilt damals als schwierigere Variante, weil die Zündung so kompliziert ist. Mehr als 2 Tonnen konventioneller Sprengstoff sind kugelförmig rund um den Plutoniumkern angeordnet und müssen exakt zeitgleich elektrisch gezündet werden. Schon eine Verzögerung von 1/1000stel Sekunde würde Trinity zum Blindgänger machen. Am frühen Morgen des 16. Juli 1945 ist es soweit. Eine Handvoll Forscher und Militärs, geschützt von Sonnencreme und Sonnenbrillen, wartet auf das Ende des Countdowns. 9 Kilometer von der Bombe entfernt. Trinity funktioniert.
Der stählerne Turm, der die Bombe gehalten hat, verdampft. Die Sprengkraft entspricht 20.000 Tonnen TNT oder 67 Millionen Stäben herkömmlichen Dynamits. Für die Wissenschaftler war es natürlich ein Riesentriumph. Das Ding funktionierte. Sie jubelten und tanzten vor Freude. Die ganze Technik war so komplex. Ihnen war gelungen, die innersten Kräfte der Natur zu entfesseln. Eine Gewalt, die in dieser Form niemand für möglich gehalten hatte. Party in Los Alamos. Für die Karrieren der beteiligten Wissenschaftler ist der erfolgreiche Trinity-Test Gold wert. Niemand ahnt, dass die Geheimnisse des Manhattan Projects schon verraten worden sind. Klaus Fuchs, maßgeblich am Bau der Plutoniumbombe beteiligt, hat den Bauplan nach Moskau geliefert. Zeitgleich zum Trinity-Test findet in Potsdam die Konferenz der Sieger statt. Stalin weiß von seinem Atomspion Fuchs, welche Wirkung die neue Waffe hat, und befiehlt den Bau einer eigenen sowjetischen Bombe. Der neue US-Präsident Harry Truman will dem Sowjetherrscher imponieren und erzählt ihm vom Trinity-Test. Stalin reagiert aufreizend gelassen und sagt nur: Schön, machen Sie guten Gebrauch davon, gegen Japan. Skrupel wegen der zu erwartenden hohen Opferzahlen in Japan äußert keiner der sogenannten großen drei. Pearl Harbor und auch die harte Behandlung alliierter Kriegsgefangener, all das hatte zu einer tiefen Abneigung gegenüber Japan geführt. Die Alliierten wollten Rache nehmen. Das galt besonders für den amerikanischen Präsidenten Harry Truman. Nicht verhandeln, sondern Japan in die Knie zwingen. Das war Trumans Ziel. Seit der Eroberung der Inseln Tinian und Guam im November 1944 können US-Bomber das japanische Mutterland angreifen. Stadt für Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Allein beim Luftangriff auf Tokio am 9. März 1945 sterben mehr als 100.000 Menschen. Doppelt so viele wie beim Feuersturm von Dresden. Doch wie schon gegen Deutschland wird das eigentliche Ziel der Angriffe, den Gegner zur Kapitulation zu bomben, nicht erreicht. Sinnloses Leid. Für November 1945 planen US-Militärs die Invasion der japanischen Hauptinseln. Was sie dort erwartet, bekommen sie auf Okinawa vor Augen geführt. Anfang April beginnt der Kampf um die strategisch wichtige Insel. Der Widerstand ist erbittert und rücksichtslos. Auch hohe Verluste unter der japanischen Zivilbevölkerung nehmen die Verteidiger in Kauf. Die amerikanischen GIs sind schockiert über den Hass, der ihnen entgegenschlägt. Die Amerikaner und anderen westlichen Feinde hießen Kichikubei, das heißt amero-europäische Teufel. Und als Teufel wurden sie der Bevölkerung auch nahegebracht. Das heißt, man hat sich vorgestellt, dass wenn die Amerikaner und andere Alliierten landen, dass dann die Frauen vergewaltigt würden und die Männer auf jeden Fall auch getötet wurden. Und um dem zuvorzukommen, galt es, sich zuerst selber umzubringen. Auf Okinawa erleben die Amerikaner hunderte solcher Szenen. Selbstmord von den Klippen, um der Schmach der Niederlage zu entgehen. Allein während der Seeschlacht um die Insel sterben mehr als 4.000 japanische Selbstmordpiloten. Kamikaze.
Für die Invasion der Hauptinseln rechnen US-Generäle mit 300.000 eigenen Gefallenen und mehr als 1 Million toter Japaner. August 1945. Auf dem Flugfeld der Insel Tinian verunglückt ein US-Flugzeug bei der Landung. Die B-29-Maschinen sind die leistungsstärksten Bomber ihrer Zeit. Doch sie sind berüchtigt für ihre vielen Pannen. Bei einer B-29, die in der nächsten Nacht von Tinian abheben soll, wäre ein technischer Defekt besonders folgenschwer. Auf einem streng bewachten Areal am Rande des Flugfeldes ist diese B-29 mit der teuersten Fracht des ganzen Krieges beladen worden. Es ist die erste einsatzfähige Uranbombe aus dem Manhattan Project. Ich ließ die Maschine auf den Namen meiner Mutter taufen. Sie hieß Enola Gay. Mir war klar, dass diese B-29 in die Geschichte eingehen wird. Und ich hoffte, der Name meiner Mutter würde uns Glück bringen. Die Besatzung der Enola Gay hat schon viele Einsätze über Deutschland und Japan hinter sich. Dann ist sie abkommandiert worden in die Heimat. Zu einer wochenlangen geheimen Ausbildung für den Abwurf einer einzigen, besonders schweren Bombe. Sie hatten unglaublich viel trainiert und Übungsbomben abgeworfen über der Wüste von Utah und New Mexico. Dort gab es riesige konzentrische Zielmarkierungen, die sie treffen mussten, möglichst genau, auf dem großen Salzsee bei Salt Lake City. Der Funkverkehr musste perfekt sein, Steuerung und Navigation mussten perfekt sein. Alles musste perfekt sein, denn diese Bomben kosteten $2 Milliarden. Nachts um 3:15 hebt die Enola Gay von Tinian ab. Vor ihr liegen 6,5 Stunden Flug über den Pazifik. Nur Kommandant Tibbetts weiß vor dem Start, dass die große Bombe, für die sie trainiert haben, eine Atombombe ist. Der Rest der Mannschaft erfährt es erst in der Luft, genauso wie den Namen des Ziels. Hiroshima, die siebtgrößte Stadt Japans. Während die Enola Gay mit 2 Begleitmaschinen und idealem Wetter auf dem Weg ist, erwacht die Hafenstadt zum Leben. Hiroshima ist vor allem Handels- und Gewerbezentrum, doch hier liegt auch das Hauptquartier der 2. japanischen Armee, die sich auf die Verteidigung der Hauptinseln vorbereitet. Hiroshima war ein perfektes Ziel. Die Stadt war noch nicht bombardiert worden, bis auf ein paar kleinere Angriffe im April 1945. Man konnte also die Wirkung der Atombombe genau untersuchen. Die Menschen in Hiroshima wunderten sich schon, warum gerade sie verschont geblieben waren. Jede andere japanische Stadt war bombardiert worden. Warum nicht Hiroshima? Es gab da ein Gerücht in Japan, nachdem die Mutter von Präsident Truman ausgerechnet in Hiroshima gefangen gehalten werde. Und dass Truman deshalb befohlen habe, die Stadt nicht zu bombardieren. Während die Enola Gay ihr Ziel ansteuert, erfreut sich die Präsidentenmutter in Fairview, Missouri, bester Gesundheit. Und ihr Sohn ist auf dem Rückweg in die Heimat. Noch von Potsdam aus hatte Harry Truman Japan zur bedingungslosen Kapitulation aufgerufen. Andernfalls drohe die völlige Zerstörung des Landes. Mit welcher Waffe? Erwähnt das Ultimatum nicht. Schon im Juni 1945 hatte die japanische Regierung entschieden, es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden. Nur wie das geschehen sollte, war ein ernstes Problem.
Die Japaner wollten auf jeden Fall ihren Kaiser behalten. Aber die Amerikaner bestanden auf bedingungsloser Kapitulation. Und in Tokio verstand man das als gleichbedeutend mit der Absetzung des Kaisers. Und das konnte man nicht akzeptieren. Um die 4 Tonnen schwere Bombe tragen zu können, ist die Bordbewaffnung der Enola Gay ausgebaut worden. Bis auf 2 Maschinengewehre. Japans Luftverteidigung leidet unter akutem Treibstoffmangel. Und die 3B-29 fliegen in fast 10.000 Metern Höhe. Die Amerikaner machten das sehr clever. Sie schickten hochfliegende Aufklärer nach Hiroshima in den Tagen vor dem Angriff. 1 Flugzeug, 3 Flugzeuge. Für die japanische Luftabwehr waren das einfach zu wenige. Ihre Jäger wären sicher aufgestiegen, um große Bomberflotten zu bekämpfen. 300-400 Maschinen, so wie beim Angriff auf Tokio. Aber diese 3 Maschinen da oben hielten sie nur für Aufklärer. Morgens heulen in Hiroshima die Sirenen. Wer kann, eilt in einen der wenigen Bunker. Etwa 30 Minuten später wurde Entwarnung gegeben. Das hieß, es drohte kein Luftangriff. Alle gingen wieder an die Arbeit, in ihre Büros und Fabriken. Das ist wohl der Grund, warum so viele ums Leben kamen und nie mehr gefunden wurden. Um 8.15 Uhr drückt Kommandant Tibbets auf den Auslöser. In dem Moment, als die Bombe ausgeklingt wurde, warf eine der Begleitmaschinen Kanister ab, die an Fallschirmen zur Erde schwebten. Das waren Messinstrumente, die die Wirkung der Bombe festhalten sollten. Unten am Boden fingen einige an zu applaudieren. Sie dachten, eine der Maschinen sei abgeschossen worden und die Crew müsste mit dem Fallschirm abspringen. Musik. 44 Sekunden rast die Bombe ungebremst auf Hiroshima zu. Ihre Erbauer in Los Alamos haben ihr den Codenamen Little Boy gegeben, kleiner Junge. Der innere Mechanismus ist nie getestet worden. Doch anders als beim technisch heiklen Design der Trinity-Bombe sind sich die Ingenieure sicher, dass Little Boy funktionieren wird. In 500 Metern Höhe setzen Luftdruck und Zeitauslöser den Zünder in Gang. Im Inneren der Bombe wird eine Urankugel gegen einen Uranblock geschossen. Der nukleare Höllenapparat trifft seine Opfer ohne Warnung. Ich sah ein weißes Licht am Fenster, einen Blitz, wie von Magnesium. Da war etwas Unvorstellbares passiert. Ich dachte erst, ich hätte mich zum Schutz nur auf den Boden geworfen. Aber tatsächlich bin ich durch die Luft geschleudert worden, mehr als 20 Meter. Aufnahmen aus dem Begleitflugzeug der Enola Gay zeigen das Erlöschen einer ganzen Stadt. Die Hitze war so groß, dass Vögel in der Luft verdampften. Ganze Gebäude waren plötzlich weg. Genauso die Menschen. Es gibt ja diesen berühmten Treppenabsatz, der heute im Museum von Hiroshima zu sehen ist, auf dem der Schatten eines Menschen eingebrannt ist. Das ist alles, was von ihr oder ihm geblieben ist. Ein Schatten, eingebrannt in Stein. Überall nahe dem Explosionszentrum sind die bizarren Schattenrisse zu sehen. Eingebrannt von einem Hitzeblitz, der mit mehr als 4000 Grad Celsius durch die Stadt rast. Filmaufnahmen des japanischen Regisseurs Akira Iwasaki, der mit seinen Kameraleuten nach Hiroshima geeilt ist,
um das Ausmaß der Zerstörung zu dokumentieren. Mehrere 10.000 Menschen sind im Bruchteil einer Sekunde verglüht. Für die, die überleben, beginnt ein oft jahrelanger Leidensweg. Der Bürgermeister von Hiroshima lässt eine Erklärung verbreiten. Die Absicht des Feindes besteht darin, den Kampfgeist des japanischen Volkes zu brechen. Bürger von Hiroshima. Der Schaden ist groß. Aber nichts anderes ist im Krieg zu erwarten. Erhaltet eure Zuversicht. Verliert nicht den Mut. 3 Tage haben Großfeuer in der Stadt gewütet. Es sind vor allem Verbrennungen, die in den übrig gebliebenen Krankenhäusern versorgt werden müssen. Noch weiß niemand, dass viele der Hautverletzungen Folgen der radioaktiven Strahlung sind. Krankenhäuser und Feuerwehr waren völlig überfordert. Wenn jemand nicht mehr laufen konnte, gab es nur den Tod durch das Feuer. Es gab keine andere Wahl. Es gab nur Leben oder Sterben. Little Boy wird vom US-Militär im Nachhinein als ineffizient eingestuft. Die Kernspaltung erfasst weniger als 2% des verwendeten Urans. Die Wirkung ist dennoch apokalyptisch. 70% der Stadtfläche von Hiroshima sind zerstört. Es war eine Stadt des Todes. Überall lagen Leichen. Wir waren die einzigen lebenden Seelen. Ich fragte mich, warum, und konnte keine Worte finden. Wir kauerten uns auf den Boden und brachen in Tränen aus. Wie konnte etwas so Schreckliches passieren? Helfer von draußen kommen über die zerstörten Straßen und Brücken nur langsam in die Stadt. Es fehlt an allem, besonders an sauberem Trinkwasser. Es begann zu regnen und der Regen war schwarz. Schwarz von radioaktivem Staub, der in die Atmosphäre geschleudert worden war. Das waren mehr als 200 verschiedene Isotope, viele davon stark strahlend. Die Menschen waren so durstig, dass sie den schwarzen Regen getrunken haben. Die Radioaktivität hat viele von ihnen grauenvoll getötet. Der Regen löscht zwar die Feuer, doch er verstärkt die Folgen der nuklearen Verseuchung. Die Symptome der Verstrahlung bekommen nach den ersten Berichten aus Hiroshima einen Namen: Atompest. Nach mehr als 12 Stunden in der Luft landet die Enola Gay wieder auf ihrem Stützpunkt auf Tinian. Kaum war ich ausgestiegen, schon heftete mir jemand einen Orden an die Brust und wir wurden fotografiert. Ich salutierte und als das vorbei war, machte ich weiter meinen Dienst. Zuerst mussten wir zu den Geheimdienstleuten. Sie fragten uns, habt ihr auch das richtige Ziel bombardiert? Und ich sagte, sicher. Die Besatzung muss versuchen, mit den Folgen des Einsatzes klarzukommen. Trotz der vielen Opfer haben wir am Ende doch ein Vielfaches an Menschen gerettet, die bei einer Fortführung des Krieges getötet worden wären. Auf beiden Seiten. Kommandant Tippetts wird es in der Air Force bis zum General bringen und Bewunderern in der Heimat Autogramme geben. That time
Damals herrschte doch ein solcher Hass auf die Japaner, dass wir dachten, je mehr wir umbringen, umso besser. Umso weniger von ihnen können sich einer Invasion entgegenstellen. Während des Empfangs für die Enola Gay wird auf Tinian schon die zweite Atombombe vorbereitet. Sie soll in 3 Tagen abgeworfen werden, falls die Japaner nicht vorher kapitulieren. Präsident Truman wendet sich noch am Tag von Hiroshima an den Gegner. Um das japanische Volk vor totaler Zerstörung zu bewahren, haben wir in Potsdam am 26. Juni ein Ultimatum gestellt. Japan hat es zurückgewiesen. Wenn Sie jetzt unsere Bedingungen nicht akzeptieren, dann haben Sie einen Regen des Verderbens zu erwarten, wie es ihn auf dieser Erde noch nicht gegeben hat. Aus Tokio kommt keine Reaktion. Während die zweite Bombe scharf gemacht wird, streitet das japanische Kriegskabinett um eine Entscheidung. Noch hält Japan große Teile Chinas besetzt und steht nicht im Krieg mit der Sowjetunion. Nach dem Abwurf der Bombe auf Hiroshima war die Reaktion etwa so: Okay, die Situation ist ernst und dringend. Wir müssen die Sowjets drängen, endlich einen Frieden zu vermitteln. Die Bombe hat Japan also nicht sofort zur Kapitulation gebracht. Das ist sehr wichtig. Nagasaki, 9. August 1945. Die zweite Atombombe. Fat Man. Fast doppelt so stark wie die von Hiroshima. Der Bombenschütze verfehlt sein Ziel um mehr als 3 Kilometer. Fat Man verwüstet ein Seitental. Dennoch sterben mehr als 50.000 Menschen. Unter den Opfern sind auch Verwundete aus Hiroshima, die zur Versorgung nach Nagasaki gebracht worden sind. Sowie Tsutomu Yamaguchi. Ich habe am 6. August die Hölle gesehen und überlebt. Dann fuhr ich nach Nagasaki und musste wieder in die Hölle blicken. Ich war 2-mal in der Hölle. Nach der zweiten Bombe spricht endlich Kaiser Hirohito ein Machtwort und bietet Japans Kapitulation an. Seinem Volk erklärt er die Entscheidung im Rundfunk. Zum ersten Mal hören die Japaner die Stimme ihres göttlichen Kaisers. Treue Untertanen, nach gründlicher Überlegung haben wir entschieden, außergewöhnliche Maßnahmen zu treffen. Der Feind hat begonnen, eine neue, furchtbare Waffe anzuwenden. Wenn wir weiterkämpfen, wird das die Vernichtung der japanischen Nation zur Folge haben. Wir haben uns deshalb zum Weg des Friedens entschlossen. Wir müssen dulden und ertragen, was untragbar erscheint. Hütet euch vor allen Ausbrüchen der Leidenschaft. Denn sie würden unserem Land unabsehbare Schwierigkeiten bereiten. Der Krieg ist zu Ende. Jubelfeiern bei den Siegern. Die Demokratien haben sich behauptet. Auch wenn der nächste Konflikt gegen die Sowjetunion schon in Sicht ist. Der Preis des Sieges? Wer will in diesen Momenten danach fragen? Thank you.
2. September 1945. Zwei Wochen nach der Rede des Kaisers wird die japanische Kapitulation unterzeichnet. An Bord eines US-Schlachtschiffes in der Bucht von Tokio. Hirohito und seine ranghöchsten Militärs lassen sich vertreten von Außenminister Shigemitsu. Schon damals werden Zweifel laut, ob der Einsatz der Atombomben wirklich notwendig war, um diesen Moment herbeizuführen. Denn es gibt noch einen zweiten, vermutlich noch wichtigeren Grund für die Kapitulation der Japaner. Die sowjetische Kriegserklärung vom 8. August, einen Tag vor Nagasaki. Japan war am Ende seiner Kräfte. Aber der Knackpunkt war bis zuletzt der Fortbestand der Monarchie, des Kaisertums. Henry Simpson, der US-Kriegsminister, hatte dafür gekämpft. Wenn wir ihnen den Kaiser lassen, werden sie kapitulieren. Und die Bombe muss nicht eingesetzt werden. Aber Präsident Truman setzte sich durch und die Bombe wurde abgeworfen. Die schreckliche Ironie daran ist, dass der Kaiser am Ende dann doch auf dem Thron bleiben durfte. Die Monarchie wird von den Alliierten nicht angetastet. Hirohito muss nur darauf verzichten, als Gottheit verehrt zu werden. Japan wird besetzt und umgebaut zu einer Demokratie nach westlichem Vorbild. Genauso wie Deutschland zur gleichen Zeit. Doch anders als die Deutschen haben die Japaner Kontinuität an ihrer Spitze und einen Ort, an dem sich nationaler Stolz und nationales Leid verbinden. Hirohitos erster Besuch im zerstörten Hiroshima. Ein zentraler Moment für Japans Aufbruch in die Nachkriegszeit. Die Tatsache, dass diese verheerende Waffe, die Atombombe, auf Japan abgeworfen wurde und Japan sozusagen das Versuchskaninchen der Menschheit war, hat in Japan ein starkes Opferbewusstsein wachsen lassen. Und dieses Opferbewusstsein hat vieles überschattet und hat unglücklicherweise verhindert, dass man etwas klarer sich auch mit der eigenen Rolle zum Beispiel gegenüber den ostasiatischen Nachbarn auseinandergesetzt hat. Ein britischer Kreuzer im Hafen von Nagasaki. Die Sieger auf Sightseeing-Tour im verwüsteten Japan. Großbritannien arbeitet längst an einer eigenen Bombe mit amerikanischer Hilfe. 1952 wird sie einsatzbereit sein. Die britischen Marinesoldaten bringen Lebensmittel und Medikamente an Land, aber von den Gefahren des nuklearen Zeitalters haben sie offensichtlich noch nicht gehört. In kurzen Hosen auf verstrahlten Trümmern. Als die Amerikaner dann einrückten, organisierten sie immerhin ein Hilfsprogramm für die Überlebenden. Aber eigentlich waren sie mehr daran interessiert, die Auswirkungen der Bombe zu studieren, als zu heilen. Und das alles fand natürlich unter strengster Zensur statt. Hiroshima und Nagasaki werden wieder aufgebaut und besiedelt mit internationaler Hilfe. Freiwillige aus der ganzen Welt helfen mit, als Mahnung für den Frieden und gegen den Atomkrieg. Jedes Jahr am 6. August, dem Tag der Zerstörung Hiroshimas, wird der Atombombenopfer gedacht. Wie viele es genau waren, weiß niemand. Eine bittere Erkenntnis. Die Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima, sie waren wohl nicht kriegsentscheidend. Wenn der Kaiser nicht so lange gezögert hätte, sich im Streit des Kabinetts zu engagieren, wenn die Kriegserklärung Stalins ein paar Wochen früher ausgesprochen worden wäre oder
Wenn Amerika den Fortbestand der Monarchie schon vorher zugestanden hätte, alles Konjunktive, die den Opfern nicht mehr helfen. Lehre kann nur sein, nie wieder. Sauberer Energie für eine sorglose Zukunft? Wer behauptet, dass wir auf Kernenergie verzichten könnten, ist entweder ein hoffnungsloser Ignorant oder ein Demagoge. Eine Waffe, die den Krieg für alle Zeit unmöglich macht? Wir wollen alle Atomwaffen weghaben. In der ganzen Welt und bei allen Völkern. Trügerische Hoffnung. Stattdessen erschreckende Erblasten des Kalten Krieges. Und die tödlichen Risiken des Atomstroms. Vor 25 Jahren Tschernobyl. Heute Fukushima. Die großen Illusionen des Atomzeitalters. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Was wir in den letzten Tagen in den Medien und der Politik erlebt haben, das zeigt, wie tief die Kerntechnik mit dem Gefühl der Angst verbunden ist. Vor allem hier in Deutschland. German Angst. Und wie schon nach Tschernobyl vor jetzt 25 Jahren, stellt sich wieder mal die große Frage, ob die Ära der Atomkraft nun zu Ende gehen soll. Da werden deutsche Meiler abgeschaltet. Doch im Rest der Welt, da werden ständig weitere gebaut. Wird alles bald so weitergehen wie bisher? Wird Risiko verharmlost, Schädigung vertuscht, so wie es im Atomzeitalter immer war? Ein Fall für unsere Detektive der Geschichte. Zum ersten Mal entfesselt wird die Kraft des Atoms in Berlin, 1938. Damals noch in winzig kleiner Dimension, ohne Gefahr für die Gesundheit der beteiligten Physiker. Lise Meitner und Otto Hahn weisen nach, dass man Uranatome spalten kann und dass dabei verblüffend viel Energie frei wird. Schon bald kursieren in Zeitungen und Fachblättern kühne Spekulationen. Kann man unbegrenzt Energie gewinnen mit der Kernspaltung? Kann man eine Superbombe bauen aus Uran? Das Heereswaffenamt will mit Hochdruck und streng geheim an einer deutschen Atombombe arbeiten lassen. Hitlers Griff nach der Weltmacht mit Kernwaffen? In den Westen gelangen dazu nur spärliche Gerüchte. Doch sie reichen aus, um eines der größten Rüstungsprojekte der Geschichte auszulösen. 1942 entsteht in der Wüste New Mexicos die geheimste Anlage der USA, Los Alamos. Für den Bau der US-Atombombe werden hier tausende Wissenschaftler zusammengezogen. Das Hauptinteresse war militärisch. Verantwortlich für das ganze Projekt, das sogenannte Manhattan Project, war ein General, General Groves. Für das Manhattan Project war er der ideale Mann, völlig rücksichtslos. Er räumte alles aus dem Weg, was den Bau der Bombe hätte verhindern können. Die tödliche Strahlung ist damals noch kaum bekannt. In Los Alamos gibt es die ersten Todesfälle der Kernphysik. Zwei Wissenschaftler sterben nach dem Hantieren mit Plutonium. Im Sommer 1944 beginnt der Sturm auf Europa. Hitlers Niederlage kommt zu früh für den Einsatz einer Atombombe. Die amerikanische ist noch nicht fertig. Und zur Deutschen gibt es, wie die Sieger erstaunt feststellen, nur Vorüberlegungen und Grundlagenforschung.
16. Juli 1945. In der Wüste von New Mexico wird der erste Atomtest der Geschichte vorbereitet. Codename Trinity, Dreifaltigkeit. Trinity funktioniert. Mit der Kraft von 20.000 Tonnen herkömmlichen Sprengstoffs. Für die Wissenschaftler war es natürlich ein Riesentriumph. Das Ding funktioniert. Sie jubelten und tanzten vor Freude. Die ganze Technik war so komplex. Ihnen war gelungen, die innersten Kräfte der Natur zu entfesseln. Eine Gewalt, die in dieser Form niemand für möglich gehalten hatte. Die Nacht zum 6. August 1945. Auf der Pazifikinsel Tinian wird eine amerikanische B-29 mit einer Atombombe beladen. Das Ziel heißt Hiroshima. Die siebtgrößte Stadt Japans. Am 6. August, Punkt 8.15 Uhr Ortszeit, drückt Kommandant Paul Tibbets auf den Auslöser. In 44 Sekunden rast die Bombe auf Hiroshima zu. Ihre Erbauer haben ihr den Codenamen Little Boy gegeben, kleiner Junge. In 500 Metern Höhe setzen Luftdruck und Zeitauslöser den Zünder in Gang. Im Innern der Bombe wird eine Urankugel gegen einen Uranblock geschossen. Der nukleare Höllenapparat trifft seine Opfer ohne Warnung. Aufnahmen aus dem Begleitflugzeug zeigen das Erlöschen einer ganzen Stadt. Die Hitze war so groß, dass Vögel in der Luft verdampften. Ganze Gebäude waren plötzlich weg. Genauso die Menschen. Die Wirkung ist apokalyptisch. Mehr als 70% der Stadtfläche von Hiroshima sind zerstört. Bizarre Schattenrisse, eingebrannt von einem Hitzeblitz, der mit mehr als 4000 Grad Celsius durch die Stadt rast. Die Überlebenden leiden an Hautverletzungen, deren wahre Ursache damals noch niemand kennt. Es war eine Stadt des Todes. Überall lagen Leichen. Wir waren die einzigen lebenden Seelen. Ich fragte mich, warum, und konnte keine Worte finden. Wir kauerten uns auf den Boden und brachen in Tränen aus. Wie konnte so etwas Schreckliches passieren? 3 Tage später, am 9. August 1945, fällt die zweite Atombombe auf Nagasaki. Der Bombenschütze verfehlt sein Ziel um mehr als 3 Kilometer und trifft ein Seitental. Dennoch sterben mehr als 50.000 Menschen. Japan kapituliert. Jedes Jahr am 6. August, dem Tag der Zerstörung Hiroshimas, wird seitdem der Atombombenopfer gedacht. Wie viele es genau waren, weiß niemand. Ähnlich wie Deutschland wird auch Japan in Rekordzeit wieder aufgebaut. Für das geschlagene Land ist es ein Symbol neuen Selbstbewusstseins, die tödliche Kraft von Hiroshima und Nagasaki zu bändigen. In insgesamt mehr als 50 Kernreaktoren. Unser nächster Fall führt zu den Exerzierplätzen des Kalten Krieges. Verstrahlt für Jahrtausende. Die Insel Novaya Semlya im russischen Eismeer. Einst ein streng geheimes Testgelände. Tarnbezeichnung Objekt 700. Noch heute Sperrgebiet.
Im Herbst 1961 wird hier die größte Explosion in der Geschichte der Menschheit ausgelöst. 3000 Mal stärker als Hiroshima. Der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow will damit die Amerikaner erschrecken. In einem geheimen CIA-Bericht heißt es noch kurz zuvor: Die Sowjets sind derzeit nicht in der Lage, Wasserstoffbomben mit einer Sprengkraft von bis zu 20 Megatonnen zu entwickeln. Die tatsächliche Sprengkraft der Megabombe entspricht mehr als dem Doppelten. Doch für die USA ist sie keine echte Bedrohung. Raketen können sie nicht tragen. Und mit ihr beladene Bomber wären zu langsam und verwundbar. Die sogenannte Zar-Bombe war eine politische Waffe, keine militärische. Sie war nie für einen Einsatz konzipiert. Das war ein klarer Fall von je größer, desto besser. Sowjetische Kernphysiker wie Andrei Sacharow warnen vor den Folgen der vielen Tests auf Nowaja Semlja. Ohne Erfolg. Zehntausende Quadratkilometer sind bis heute verstrahlt. Auch die Amerikaner begehen bei ihren Atomtests nicht mehr gut zu machende Umweltsünden. Vor allem auf der anderen Seite der Erdkugel, im sonnigen Pazifik. Das Bikini-Atoll im Sommer 1946. Ein Südseeparadies kurz vor dem Untergang. Amerikanische Soldaten bereiten einen nuklearen Feldversuch vor. Eine ganze Flotte ausrangierter und erbeuteter Kriegsschiffe als Zielscheibe für Atomwaffen. Die Bewohner des Atolls werden umgesiedelt. Vorübergehend, wie es heißt. Man hat hier Experimente gemacht, um die Schadenswirkung zu optimieren. Und hat dabei Radioaktivität eigentlich erst als Folgeprodukt angesehen, das eigentlich mehr oder weniger nicht so wichtig war. Am 1. Juli 1946 beginnt Operation Crossroads. Um 9 Uhr Ortszeit explodiert die erste Bombe. Nach Abschluss der Tests werden Soldaten zur Reinigung der stark verstrahlten Schiffe beordert. Das Militär war überzeugt, die Schiffe könnten einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Sie wollten die Schiffe sogar wieder mit Seeleuten besetzen. Sind die Generäle nur ahnungslos oder setzen sie bewusst die Gesundheit ihrer Männer aufs Spiel? Man könnte natürlich auch kritischer rangehen und sagen, das ist durchaus bewusst so gemacht worden, damit man sieht, was passiert, wenn menschliche Körper Strahlung ausgesetzt worden sind. Das ist nicht so weit hergeholt, wie das auf den ersten Blick erscheinen mag. Alles dies gehört sozusagen zur Evaluation. Menschen als Versuchskaninchen? US-Soldaten und Bewohner benachbarter Inseln erkranken vermehrt an Krebs. Die Exerzierplätze des nuklearen Wettrüstens sind über den ganzen Globus verteilt. Wegen seiner Trockenheit bis heute besonders stark belastet ist das Testgelände von Semipalatinsk in Kasachstan. 40 Jahre lang werden hier fast 500 Atom- und Wasserstoffbomben getestet. Sie produzieren rund 2500 Mal mehr Fallout und Strahlung als in Hiroshima. Mehr als 1 Million Menschen werden radioaktiv verseucht. Missbildungen bei Kindern, Knochen sowie Krebsleiden nehmen dramatisch zu. Die Schäden reichen weit über Kasachstan hinaus. Man geht davon aus, dass 3 Tonnen Plutonium
in die Atmosphäre gelangt sind. Plutonium ist hochgefährlich, strahlt über 24.000 Jahre und ist ganz fein verteilt als Aerosol irgendwo in menschliche Lungen hineingeraten, weswegen die Statistiken zeigen, dass es pro Jahr 1.000 Krebsfälle mehr gibt aufgrund der Kontamination der Atmosphäre durch Nuklearwaffentests. Über die Langzeitfolgen sind die Militärs spätestens seit Mitte der 50er Jahre informiert. Trotzdem wird weiter getestet. I must inform the committee that the United States is obliged in self-protection to reserve the right to make preparations to test in the atmosphere as well as underground. 1963 einigen sich Kennedy und Khrushchev endlich darauf, oberirdische Nukleartests einzustellen. Verantwortungsvolle Einsicht? Das würde ich gerne bestätigen, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube eher, das hatte mit dem wachsenden Widerstand in der Öffentlichkeit zu tun. Die Umweltschäden rückten immer mehr in den Mittelpunkt. Der Druck auf die Regierungen stieg von Jahr zu Jahr, vor allem in den USA und in Europa. Einen Nachfolgevertrag, der auch unterirdische Atomtests ächtet, gibt es seit 15 Jahren. Damit er in Kraft tritt, muss er noch von 9 Ländern ratifiziert werden, unter anderem von den USA. Unser nächster Fall. Trügerische Hoffnung. Kann man den Atomkrieg überleben? Tausendmal geübt. Der Ernstfall. Ein nuklearer Schlagabtausch der Supermächte. Das Ende der Menschheit, zumindest auf der Nordhalbkugel? Nicht, wenn man den Regierungen von damals Glauben schenkt. In der Bundesrepublik heißt es, jeder hat eine Chance. Bei Atomalarm Deckung nehmen, kurz liegen bleiben, dann Schutzraum aufsuchen. Ducken und bedecken. Duck and cover. So heißt das in den USA. Reklame, um die Angst im Zaum zu halten. Echten Schutz unter Beton gibt es viel zu wenig. Die Bunker der Bundesrepublik reichen nur für 3% der Bevölkerung. Wenn man mehr darüber nachgedacht hätte, hätten die Menschen eigentlich sagen müssen, schafft diese Waffen ab. Aber die Sache mit den Bunkern zeigt ja, wie die Verdrängung funktionierte. Wir wollen keine Bunker für alle, denn damit würden wir ja eingestehen, dass wir wirklich in Gefahr sind. Man wollte lieber glauben, dass nichts passieren kann. Die Bundesregierung in Bonn setzt auf die Eigeninitiative der deutschen Häuslebauer. Keine andere Einrichtung bietet mehr Schutz und Sicherheit als der private Schutzraum. In Friedenszeiten ist er wie jeder andere Keller nutzbar. Mehr Engagement als beim Schutz der Bevölkerung gibt es beim Schutz der Regierung. 1960 wird ein ehemaliger Eisenbahntunnel bei Ahrweiler zum Atombunker ausgebaut. Die offizielle Bezeichnung lautet Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes. Deckname Dienststelle Marienthal. Die geheimste Immobilie der Bundesrepublik und einer der größten Bunker der westlichen Welt. 3000 Menschen sollten hier einen Atomschlag überleben. Der Bundespräsident, der Kanzler, Minister, Staatssekretäre, Beamte. Ohne Ehepartner und Kinder. 30 Tage Überleben garantiert. Die Sofaecke für den Bundespräsidenten. Ein Millionenbau, der im Fall der Fälle vermutlich gar nicht genutzt worden wäre. Ich glaube, man macht sich davon ein falsches Bild, wenn man sagt, die Regierung wäre sofort ins Flugzeug gestiegen. Sie wäre in ein Flugzeug gestiegen, wenn sie bedroht gewesen wäre und wenn dies nicht mehr zu halten gewesen wäre. Insofern wären die wahrscheinlich nach Florida in den Regierungsbunker von irgendjemandem ausgeflogen worden, vielleicht auch nach Washington, wenn es noch da existiert hätte. Das wäre im Übrigen auch Honecker. Der wäre auch nach Moskau ausgeflogen worden. Auch der andere deutsche Staat besitzt Regierungsbunker.
allerdings keinen für die gesamte Staatsspitze. Man kann ihn in gewisser Weise vergleichen. Hätte es da einen Treffer gegeben oder wäre die Anlage zerstört worden, wäre nicht mehr viel übrig gewesen von irgendeiner Führungsstruktur. Das war in der DDR anders, da war das mehr verteilt. Erich Honecker wäre hier untergekommen, in der Anlage 5001 vor den Toren Berlins. Im Ton noch erhalten, eine Alarmübung aus dem Jahr 1983. Aufgrund einer plötzlichen Zuspitzung der internationalen Lage ist mit massierten Kernwaffenschlägen auf das Territorium der DDR zu rechnen. In kürzester Zeit. Es ist Atomalarm auszulösen. Einer, der hier jahrelang gearbeitet hat, ist Jürgen Freitag. Seine Frau durfte nichts davon wissen. Selbstverständlich gab es solche Gedanken. Aber im täglichen Dienst hat man diese Dinge verdrängt. Weil damit kann man nicht leben. Wenn man nur damit lebt, also wann wird hier eine Atombombe fallen, was wird mit meiner Familie, die hier 40 Kilometer entfernt lebt, und was wird überhaupt, was passiert? Ob die teuren Bunker überhaupt Leben hätten retten können, ist umstritten. Diese Bunker müden heute angesichts der Gewalt, die von einer Atomwaffenexplosion ausgeht, schon sehr komisch an, denn bei einem Volltreffer wäre auch so ein Bunker mehr oder weniger zerstört worden. Das wussten die damaligen Bauer auch, glaube ich, sehr genau. Nach Ende des Kalten Krieges werden die Atombunker zu schwer vermittelbaren Immobilien. Bunker Ost ist heute ein ungenutztes Relikt unter der Erde. Bunker West ist geräumt und versiegelt. Nur ein Stück des Eingangsstollens bleibt zugänglich als Museum. Im nächsten Fall geht es um schier Unglaubliches. Was, wenn eine Atombombe verloren geht? Einfach so. Es sind die bestgehüteten Objekte des Atomzeitalters. Im Kalten Krieg sollen sie das Gleichgewicht des Schreckens garantieren. Zehntausende Nuklearsprengköpfe streng bewacht und geschützt durch ausgeklügelte Sicherheitsmaßnahmen. Die zuständigen Ingenieure und Offiziere sind die besten, die das Militär zur Verfügung hat. Es kann immer etwas Schlimmes passieren. Niemand ist perfekt. Während des Kalten Kriegs hatte das US-Militär über 30 Unfälle mit Kernwaffen. Dass es dabei nie zur nuklearen Katastrophe kam, da haben wir einfach Glück gehabt. Der US-Luftwaffenstützpunkt Thule auf Grönland, Januar 1968. Eine B-52 startet zu einer Routinemission. Mit an Bord sind 4 Wasserstoffbomben mit je 6 Kilogramm Plutonium. Plötzlich bricht im Heck Feuer aus. Elektrische Instrumente versagen. Die Besatzung rettet sich mit dem Schleudersitz. Die Maschine zerschellt 11 Kilometer westlich von Thule. Das Sicherungssystem der Wasserstoffbomben verhindert eine Kernexplosion. Dennoch verteilt sich radioaktives Material kilometerweit übers grönländische Eis. Bei den Aufräumarbeiten können die Trümmer von 3 Wasserstoffbomben geborgen werden. Von der 4. fehlt jede Spur. Bis heute. Das Problem bei Atomwaffen ist, man hat so viele und die muss man ständig bewegen. Die muss man in Lager bringen, die muss man an Stationierungsorte bringen, die muss man in Flugzeugen auf Patrouille schicken. Diese Unfälle passieren, wenn man sehr viele Flüge macht.
Und deshalb ist das nicht so weiter verwunderlich, dass es da zu Unfällen gekommen ist. Dort, wo Technik im Spiel ist, gibt es ein Risiko und irgendwann mal stürzt eben ein Flugzeug ab und irgendwann mal wird eben eine Atomwaffe verloren. Broken Arrows, zerbrochene Pfeile, heißen solche Unfälle in der Sprache des Pentagon. 1980 gibt die US-Regierung bekannt, dass ihr bei Unfällen rund 30 Atomsprengköpfe abhanden gekommen sind. 11 davon sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Die tatsächlichen Zahlen dürften noch höher liegen. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Es gibt nur Informationen, wenn tatsächlich was passiert ist, was nicht mehr abzustreiten war. Also wenn beispielsweise ein Flugzeug explodiert und jeder kann es sehen und es werden Bomben verloren, ja, dann wird das bestätigt und so weiter. Aber es gab nie eine vollständige Liste aller Unfälle. Für die Sowjetunion gibt es überhaupt keine verlässlichen Angaben. Vermutlich sind dort ähnlich viele oder noch mehr Bomben verloren gegangen. So wie im April 1989. Die Komsomolets operiert im Nordmeer, 250 Seemeilen vor der norwegischen Küste. Im Kalten Krieg gilt die atomare U-Boot-Flotte der sowjetischen Marine als selbstbewusste Elitetruppe. Wer hier dient, wird für sowjetische Verhältnisse bestens bezahlt und genießt an Land einige Privilegien. Die Komsomolets soll die stolze Geschichte der Roten Flotte fortschreiben. Obwohl nur ein Prototyp, gehören 2 Atomraketen zur Bewaffnung. Am 7. April 1989 bricht plötzlich Feuer im Maschinenraum des nagelneuen U-Boots aus. Die Ursache ist bis heute nicht bekannt. Beim Untergang der Komsomolets sterben 42 Seeleute. Die Sprengköpfe der beiden Raketen liegen bis heute auf dem Grund des Nordmeers. In 1700 Metern Tiefe. Die Bergung ist einfach zu teuer. Und man sagt, letztlich ist es da unten sicher. Das ist auch nur eine Hoffnung. Wie viele strahlende Zeitbomben auf dem Grunde der Meere ruhen, kann nur vermutet werden. Umweltschützer beobachten mit Sorge, wie sich allmählich der Rost durch die Stahlhüllen der Sprengköpfe frisst. Das Plutonium an Bord der Komsomolets würde weite Teile des Nordmeers verseuchen. Unser nächster Fall. Die Büchse der Pandora. Warum die Hüter des Geheimnisses versagt haben. Nagasaki 1945. Britische Marinesoldaten besichtigen die verstrahlten Ruinen der Stadt. In Shorts statt in Schutzkleidung. Zwei Atombomben haben den Krieg gegen Japan beendet. Nach Lesart des US-Militärs sollen sie mehr Leben gerettet als zerstört haben. Der Krieg sei so schnellstmöglich beendet worden. Zynismus der Sieger? Wir haben mehr als 2 Milliarden Dollar auf das größte wissenschaftliche Wagnis der Geschichte gesetzt und wir haben gewonnen. Nachdem wir die Atombombe nun einmal erfunden haben, haben wir sie auch benutzt. Es ist eine furchtbare Verantwortung auf uns zugekommen. Wir danken Gott, dass sie zu uns gekommen ist und nicht zu unseren Feinden. Zu Beginn des Kalten Krieges gibt es nur eine Atommacht, die USA. Er will das ändern. Klaus Fuchs, ein deutscher Physiker mit Sympathie für den Sozialismus. Der Emigrant aus Deutschland wird nach Los Alamos berufen, um die amerikanische Atombombe mitzuentwickeln. Als Fachmann für Uranzentrifugen und die Gewinnung von Plutonium gehört er zu den Vätern der Bombe. Here it is, General Groves, plutonium.
Fuchs will das Monopol der USA beenden und verrät das Atomgeheimnis an Moskau. 1949 wird die erste sowjetische Bombe gezündet. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters. Der nukleare Rüstungswettlauf führt zu einem potenziell mörderischen, aber stabilen Patt. Die Logik der nuklearen Abschreckung. Die beiden Supermächte werden von nun an in der Lage sein, sich gegenseitig auszulöschen. Der Kalte Krieg spaltet die Welt in zwei verfeindete Lager. Und auf beiden Seiten wächst die Zahl der Atommächte. 1952 zünden die Briten ihre erste Bombe. 1960 die Franzosen, 1964 die Chinesen. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges verfügen sie zusammen über mehr als 60.000 Nuklearsprengköpfe. Aber die fünf Atommächte wollen unter sich bleiben und rufen den sogenannten Atomwaffensperrvertrag ins Leben. Der Atomwaffensperrvertrag hatte das Ziel, einerseits die Nuklearwaffenstaaten unabhängig zu machen voneinander und ihr Monopol auf Nuklearwaffen zu behalten, andererseits alle anderen Staaten dazu zu bringen, auf Nuklearwaffen zu verzichten und als Tauschgeschäft, als Gegengeschäft diesen Staaten, die eben keine Nuklearwaffen haben sollten, die Nutzung von ziviler Kernenergie zu geben. 180 Staaten unterzeichnen, auch die beiden Deutschlands. Die Verbreitung von Kernwaffen kann dennoch nicht verhindert werden. Indien, Pakistan und Israel sind dem Sperrvertrag bis heute nicht beigetreten. Nordkorea hat erst unterzeichnet und dann gekündigt. Den Hütern des Geheimnisses macht vor allem die Atomspionage zu schaffen. 1974 entwendet ein Ingenieur aus Pakistan Blaupausen zur Urananreicherung in einer niederländischen Atomanlage. Abdul Qadir Khan gilt seitdem in der islamischen Welt als Held. Sein Coup in Holland macht ihn zum, Zitat, Vater der pakistanischen Bombe. 1998 gehen die Bilder des ersten pakistanischen Tests um die Welt. Doch der gefeierte Spion soll nicht nur patriotische Motive gehabt haben. Khan steht in Verdacht, auch Nordkorea mit Atomwissen versorgt zu haben. Diktator Kim Jong-il lässt nach eigenen Angaben 2006 die erste Bombe testen. Auch Libyen soll von Qadir Khan wertvolles Know-how für Kernwaffen erhalten haben. Erst auf massiven Druck des Westens verzichtet Gaddafi auf sein Atomprogramm. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gibt es plötzlich drei weitere Atommächte. Doch Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine verzichten auf ihren Status und lassen die alten sowjetischen Atomraketen auf ihrem Territorium verschrotten. Dennoch scheint die Zahl der Aspiranten ständig größer zu werden. Neben aufstrebenden Mächten wie Brasilien sind es vor allem muslimisch geprägte Länder. Algerien, Ägypten, Syrien und natürlich Iran. Die Islamische Republik steht schon lange im Verdacht, an einer eigenen Bombe zu bauen, um damit den Erzfeind Israel zu bedrohen. Dass die israelische Demokratie schon seit Jahrzehnten eine Atommacht ist, gilt als offenes Geheimnis. Die Regierung in Tel Aviv will ihr nukleares Potenzial weder bestätigen noch dementieren. Im Atomzentrum Dimona in der Negev-Wüste sollen bislang knapp 200 Sprengköpfe produziert worden sein. Genaueres über Israels Bomber erfuhr die Welt durch Mordecai Vanunu, einem friedensbewegten Techniker aus Dimona. Er wird vom Mossad gekidnappt und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wegen Landesverrats. Nach dem 11. September 2001 wächst die Furcht, auch Terrorgruppen könnten sich um Nuklearwaffen bemühen.
Osama bin Ladens Al-Qaida soll schon versucht haben, an spaltbares Material heranzukommen. Ein Atomanschlag in einer Großstadt könnte verheerende Folgen haben. Doch ist so ein Schreckensszenario realistisch angesichts der hohen technischen Hürden auf dem Weg zur Bombe? Wie nah Terroristen schon davor sind, über radioaktives Material zu verfügen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir wissen nur, dass es ein ernstes Risiko gibt, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist und dass wir dabei nicht schnell genug sind. Die Ich rief die Geister werd ich nun nicht los. Unser nächster Fall erinnert an den Zauberlehrling. Schöne neue Welt dank Atomkraft. Strom im Überfluss für jedermann. Alles scheint möglich. Atomeuphorie im Land des Wirtschaftswunders. Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, warnt 1956 nicht vor möglichen Gefahren, sondern vor zu wenig Vertrauen. Damit wird der friedlichen Entwicklung der Kernenergie, vor allen Dingen in Deutschland, eine Schwierigkeit bereitet, die absolut unberechtigt ist. Mit der Kerntechnik in eine saubere und strahlende Zukunft? In den 50er und 60er Jahren regiert ungebremster Fortschrittsglaube. Aus Wüsten soll die Atomkraft fruchtbares Land machen. Nukleare Strahlen sollen Menschen heilen helfen. Und tatsächlich erzielt die Strahlentherapie Erfolge im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs. Nukleartechnik, die bald von Medizinern auf der ganzen Welt angewandt wird. Der Dämon, der Hiroshima verwüstet hat, scheint beherrschbar. Und mehr noch, dem Wohle der Menschheit zu dienen. Alle Staaten, die was auf sich hielten, haben gesagt, wir müssen eben in diese unendliche Energiequelle investieren. Und die technischen Probleme, die dabei auftreten werden, die werden wir einfach in den Griff bekommen. Mit atomarer Sprengkraft sollen in der Sahara sogar Badestrände entstehen. Passend dazu gibt's die neue freizügige Strandmode, bekannt nach einem Testgebiet für Atombomben, dem Bikini-Atoll. Um den atomaren Müll macht sich damals kaum jemand ernsthafte Sorgen. Zur Not will man ihn per Rakete ins All schießen. Tschernobyl wird zum Wendepunkt, 1986. Besonders für die Deutschen ist der Super-GAU in der Ukraine ein Weckruf. Gegner der Atomkraft verbünden sich mit der Friedensbewegung und werden zum politischen Faktor. Die Grünen kämpfen gegen die militärische und die zivile Nutzung der Atomkraft. Hätte man die Leute in den 50er Jahren gefragt, ob sie Atomkraftwerke nebenan haben wollen, hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, ja, meinetwegen. Hätte man sie 10 Jahre später gefragt, hätten sie gesagt, um Gottes Willen. Hätte man sie Ende der 80er Jahre gefragt, hätten sie nur über meine Leiche wahrscheinlich gesagt. Ziviler Ungehorsam gegenüber einer Industrie, die einst als nationaler Hoffnungsträger galt und die mit Milliarden Steuergeldern subventioniert wurde. Ein Unfall wie in Tschernobyl gilt bei den deutschen Sicherheitsstandards als unwahrscheinlich. Doch absolute Sicherheit, da sind sich die Experten einig, kann es nicht geben. Reaktoren gegen alle denkbaren Szenarien zu schützen, bleibt Wunschdenken. Ein gewisses Restrisiko, so nennen das die Ingenieure, wird immer bleiben.
Das Verblüffende ist, dass trotz dieser Investition es doch zu einigen Mega-Unfällen gekommen ist. Three Mile Island, Tschernobyl, jetzt Fukushima, zeigt eben, dass diese Sicherheitssysteme eben nicht diese hundertprozentige Sicherheit geben, dass es folglich immer ein Restrisiko gibt. Dieses Restrisiko mag gering sein, es ist aber deswegen groß, weil es eben auch einen hohen Schaden erzeugen kann. Vor Fukushima und wohl auch danach bleibt die Kernkraft weltweit auf dem Vormarsch. Allein in China sind 25 neue Meiler im Bau. Auch in Europa sind neue Anlagen in Planung. Und immer mehr Länder wollen neu einsteigen in die Energiegewinnung mit Atomkraft. Nur in Deutschland, Belgien und Spanien gibt es Pläne für den Ausstieg. Gleichzeitig investiert die Bundesrepublik viele Millionen in eine Variante der Kernenergie, die seit Jahrzehnten große Hoffnungen auf sich vereint. Die Kernfusion, die Verschmelzung von Atomkernen, so wie sie auf der Sonne stattfindet. Noch leistungsfähiger als heutige Atomkraftwerke, aber vergleichsweise ungefährlich und fast ohne atomaren Müll. In einer Kernfusionsanlage muss eben über eine relativ lange und energienutzbare Zeit eine Temperatur erzeugt werden, die der Temperatur der Sonne ähnelt. Wenn dort ein Störfall auftritt, dann wird das sofort abgeschaltet. Aber das Problem sind die Wände, denn da entsteht teilweise wieder hohe Strahlung, wieder hohe Radioaktivität und die Wände werden stark belastet und müssen ausgetauscht werden. Und die sind wieder radioaktiv. Das heißt, das kann eine Milchmädchen, Kernfusion kann eine Milchmädchenrechnung sein. Die Zukunft unserer Energieversorgung. Wie viel Sicherheit? Wie viel Umweltschutz? Zu welchem Preis? Wird die Kernfusion das Ende aller Probleme bringen? Werden sich erneuerbare Energien durchsetzen? Sicher ist nur eines. Die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas und Kohle, gehen irgendwann zur Neige. Nun ja, ob die Fusionstechnik jemals zu bezahlbarem Strom führen wird, steht in den Sternen. Ebenso die Antwort auf die Frage, ob der deutsche Ausstieg aus der Kernkraft wirklich auch ein Vorbild wird für andere. Da gibt es starke Zweifel. Und im schlimmsten Falle würde Fukushima wohl dieselbe Wirkung haben wie vor 25 Jahren schon einmal Tschernobyl. Erst ein großer Schrecken, dann noch größere Versprechen und am Ende geht es weiter wie bisher. Bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History: Nazis im unzugänglichen Regenwald. Eine rätselhafte Amazonas-Expedition im Auftrag des Regimes. Geheime Vorbereitung für Hitlers Invasion in Amerika. Heute beim elektrischen Reporter: Tönendes, Flüssiges und Störendes. Elektrischer Reporter. Das Internet ist der Tod der Musikindustrie, sagt die Musikindustrie. Das Internet ist der Ort, an dem auf völlig neue Weise Musik entsteht, sagen viele Musiker. Und zwar in unserem ersten Beitrag. Matthias Krebs macht Musik auf dem iPad. Und obwohl er dabei alleine im Raum ist, spielt er gemeinsam mit anderen Menschen, die sich irgendwo auf der Welt befinden können. Die App Tenorion verwandelt seinen Flachcomputer in ein kollektives Musikinstrument. Man sieht dann, wird hier so in bunten, bunten Punkten so dargestellt und dann bekommt der andere Mitspieler auch eine andere Farbe und dann kann ich sehen, wie er das programmiert hat, gleichzeitig hören auch, genau das gleiche hören wie er und dann können wir musikalisch aufeinander reagieren und wirklich zusammen dieses Musikinstrument steuern. Noch ist das gleichzeitige Musizieren im Netz im Experimentierstadium.
Denn so schnell die Daten auch um den Erdball rasen, kleine Verzögerungen, sogenannte Latenzen, lassen sich nicht vermeiden. Und die genügen, um die verstreuten Musiker aus dem Takt zu bringen. Es gibt nur einige wenige Versuche des wirklichen Echtzeitmusizieren. Also der Proberaum im Internet, weil selbst Skype, da funktioniert schon einfachstes gemeinsames Singen nicht, weil da gibt es eine leichte Verzögerung und schon nach dem Einzählen ist das Duett zu Ende. Was funktioniert, ist das gemeinsame, aber zeitversetzte Einspielen von einzelnen Songspuren. Auf Plattformen wie Compose oder Rifflet können Musiker ihre Songideen hochladen. Andere ergänzen diese und erweitern sie um eigene Einfälle. Derjenige, der das Projekt vorgeschlagen hat und eine kleine Ideenskizze auch eingereicht hat, der macht dann aus diesen einzelnen Spuren von verschiedenen Musikern wieder Mixe. Zum Beispiel das hier. Und dann sind wiederum die ganze Community gefragt, abzustimmen, welcher Mix gelungen ist, welcher, was man vielleicht noch hätte anders machen könnte. Menschen aus der ganzen Welt arbeiten so zusammen an einem einzigen Song. Maybe you can come up with an idea for guitar or for some bass stuff. Okay. Send it over to me and I chop it and let's make a track for them. Cool, man. Yeah, that's good. Was vor allem für Hobbymusiker noch Neuland ist, ist für Profis längst Arbeitsalltag. Es ist häufig so, dass ich schreibe, ich bräuchte einen Gitarristen für einen Song. Also ich schreibe das auf Twitter, poste das da und dann melden sich Leute, die Gitarre spielen oder wenn ich einen Bassisten suche, Leute, die Bass spielen. Christian Huber ist Hip-Hop-Produzent aus Berlin. 3 Platin-Auszeichnungen hat er mittlerweile bekommen. Für Songs mit Rappern, die er nie getroffen hat. Also ich könnte tatsächlich ohne das Internet nicht arbeiten. Nicht nur, weil ich über das Internet mit Leuten zusammenarbeite und Songs schreibe, sondern auch, weil das Internet mir die Möglichkeit gibt, meine Songs direkt Leuten zu schicken, direkt Leuten vorzuspielen, die Beats den Leuten zu zeigen, von denen ich denke, dass es am besten zu denen passt. Das Netz ist nicht nur Produktionsort, sondern auch Promotion-Plattform für Hubers Musik. Seiten wie Soundcloud und YouTube haben längst MTV und Co. ersetzt. Ja, also ich nutze Soundcloud vor allem in Kombination mit meinem Blog oder in Kombination mit Twitter, weil es über Soundcloud einfach sehr einfach ist, Songs zu verbreiten. Soundcloud bietet die Möglichkeit, auch Dritten die Songs überall einzubinden. Die eigene Arbeit wird dann bekannter über das hinaus, was jetzt Leute die Songs kaufen, die man produziert hat. Für die neue Generation der Netzmusiker scheint der geografische Ort gar keine Rolle mehr zu spielen. Hausproduzent Ingo Vogelmann aus Essen arbeitet nicht nur mit einem Co-Produzenten aus Griechenland zusammen. Hello and welcome to this month's release promo, I'm Charlie Central. Als DJ betreibt er obendrein ein Internetradio mit internationaler Besetzung. Wir sind ein nicht festes Team von ca. 6 bis 8 Leuten, die auf der Welt verteilt sind. Das fängt in Osaka in Japan an und geht bis San Francisco. Ich kenne natürlich nicht alle. Das Internet hat zwar den Geschäften der großen Musikkonzerne schwer zugesetzt, entwickelt sich aber gleichzeitig zum Proberaum, zum Studio und zum Radiosender für junge Musiker, die gemeinsam, unabhängig von Zeit und Wohnort, Neues erschaffen. Von Pessimismus ist bei den Netzmusikern jedenfalls nichts zu spüren. Okay, cool. Kommen wir nun von der vernetzten Musik zur vernetzten Demokratie. Ob für die politische Meinungsbildung im Netz Anonymität oder Transparenz der richtige Wegweiser ist, darüber wird viel gestritten. Und darum geht es auch in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Enno, Informatiker im Landesvorstand der Berliner Piratenpartei und auf Twitter bekannt als @ennomane, so heißt auch mein Blog. Wir haben in der Piratenpartei dieses Tool Liquid Feedback, um Meinungsbilder zu gewinnen. In Liquid Feedback kann ich eine Initiative einstellen, zum Beispiel die nachhaltige und schonende Besiedelung des Mars. Und kann dann die anderen Leute in der Piratenpartei darüber abstimmen lassen, ob sie meine Initiative gut oder nicht gut finden. Und die können dann aber auch Anmerkungen machen, ja, finde ich gut, aber nur, wenn du den und den Punkt noch berücksichtigt. Und das kann ich dann wieder einbauen. Und weil es so ganz viele Sachen gibt, worüber ich selber gar nicht weiß, wie ich da abstimmen soll.
Fall kann ich dann meine Stimme an beliebige andere Personen delegieren, die das dann für mich machen, weil sie sich da besser auskennen, was man eben Liquid Democracy nennt. Das Schöne an Liquid Democracy ist, da ganz verschiedenen Leuten meine Stimme delegieren zu können. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt einen Umweltminister von den Grünen wählen würde, den Arbeitsminister von der SPD, den Sozialminister von der Linken und den Innenminister von der Piratenpartei. Die Kritik, die mir da entgegengebracht wird, ist immer die gleiche. Das heißt, wir brauchen ein Wahlgeheimnis, der Datenschutz muss eingehalten werden, dass, damit mir Nachbarn nicht nachliest, wie ich zu bestimmten politischen Themen abstimme. Die Kritik ist sicherlich berechtigt, wenn man es wie eine Wahlkabine auffasst, wo jeder unter Wahlgeheimnis so sein Kreuzchen macht. Aber das ist es eben nicht. Es ist mehr so eine Art Parlament, in dem ein offener politischer Diskurs stattfindet. Und ich habe den Tweet genau so formuliert, damit so richtig schon klar wird, warum ich finde, dass man Liquid Feedback offen betreiben muss und dass wir dort offen da drin interagieren, weil ja nun mal eben bekannt ist, wie in Heise-Forum und in anderen Forum Internet rumgetrollt wird, sobald es anonym möglich ist. Wenn alles anonym ist, muss niemand Verantwortung darüber tragen, was für Initiativen dort eingestellt werden. Und wer so still und heimlich doch der Meinung ist, man müsste mal die Todesstrafe einführen oder solche Dinge, könnte das auch viel populistischer agieren, weil er keine Angst vor der Widerrede und Gegenrede haben muss. Es ist Software, die noch entwickelt wird, die können wir jetzt in der Piratenpartei einsetzen. Bis wir sie großflächiger auch außerhalb einsetzen können, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Ich finde das ziemlich cool. Apropos ziemlich cool. Ziemlich cool ist es, dass in vielen Ländern dieser Erde an praktisch jeder Ecke freies WLAN zur Verfügung steht. Weil Gastronomen oder auch Privatleute alle Menschen, die sich in Reichweite befinden, an ihrem Funknetz teilhaben lassen. Ziemlich uncool ist es, dass das in Deutschland nicht so ist. Und warum das so ist, zeigt unser nächster Beitrag. Das Café St. Oberholz in Berlin-Mitte. Es gilt als Treffpunkt der Netzbewohner, nicht zuletzt wegen des kostenlosen Funknetzes. Und genau dieses Gratis-WLAN kostete Inhaber Ansgar Oberholz kürzlich richtig viel Geld. Etliche Anwaltskanzleien schickten ihm kostenpflichtige Abmahnungen. Der Grund? Angeblich wurden über das Funknetz illegal Musikdateien getauscht. Die günstigsten Abmahnungen fangen so bei 400 Euro an und landen dann so, enden so bei 2000 Euro ungefähr. Es gibt allerdings auch Frühzahlerrabatte, werden teilweise auch angeboten. Das entspricht ungefähr einem Unterschied von 200 Euro. In Deutschland gilt die sogenannte Störerhaftung. Das bedeutet, der Inhaber eines Internetanschlusses haftet für alles, was von diesem Anschluss aus geschieht. Selbst dann, wenn er es gar nicht weiß. Wer also sein WLAN unverschlüsselt der Nachbarschaft zur Verfügung stellt, riskiert es, teure Post vom Anwalt zu bekommen. Den Musik- und Filmfirmen ist diese Regelung nur recht. Am meisten profitieren natürlich die Rechteinhaber derzeit vom Status quo, denn sie haben auf jeden Fall jemanden, den sie packen können und zur Not eben den Betreiber eines WLAN-Netzes, auch wenn sie den eigentlichen Täter nicht ermitteln können. Mittlerweile hat sich ein ausgewachsenes juristisches Ökosystem rund um die Störerhaftung gebildet. Es gibt abmahnende Anwälte, die im Auftrag der Unterhaltungsindustrie serienweise Zahlungsaufforderungen verschicken. Es gibt verteidigende Anwälte, die sich auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert haben. Und es gibt die oft unschuldigen Netznutzer, die letztlich dieses ganze System bezahlen müssen. Sowohl die abmahnenden Kanzleien als auch die verteidigenden Kanzleien wie wir leben natürlich nicht schlecht davon. Fakt ist jedenfalls, dass der einzelne Betroffene kaum ohne einen Anwalt klarkommt, denn die Streitwerte haben hier unüberschaubare Dimensionen angenommen. Die Störerhaftung kostet die Bürger nicht nur viel Geld, sie führt dazu, dass offenes, frei nutzbares WLAN in Deutschland immer seltener wird. Ein Rückschritt für die vernetzte Gesellschaft, findet Lavinia Steiner vom Verein Digitale Gesellschaft. In einer Solidargemeinschaft, die sich viele wünschen, wäre es natürlich schöner, wenn man solche offenen WLANs hätte oder beziehungsweise in einem gewissen Verbund Menschen einen Zugang zum Netz ermöglichen könnte, ja. Eine Bundesratsinitiative, angestoßen von Abgeordneten aus Hamburg und aus Berlin, soll nun endlich für rechtliche Klarheit sorgen.
Also die Bundesratsinitiative soll bewirken, dass wir in Berlin dem Ziel eines kostenfreien WLANes ohne die Gefahr einer Abmahnung näher kommen. Wir wollen, dass Freifunkinitiativen, Cafés und Hotels ohne die Gefahr, sofort abgemahnt zu werden, ein WLAN anbieten können. Das klingt erstmal vielversprechend. Allerdings, der Antragstext verlangt von allen, die ihr WLAN freigeben, technische Schutzmaßnahmen gegen eine unbefugte Drittnutzung. Wenn die Privatperson nach unserer Vorstellung zukünftig sein WLAN zum Beispiel in der Nachbarschaft zur Verfügung stellt, muss er natürlich in irgendeiner Weise wie ein Autobesitzer oder ein Auto, ja, jemand, der ein Auto hat, dafür Sorge tragen, dass damit nicht bewusst Straftaten begangen werden. Kritiker bezweifeln, dass diese Gesetzesinitiative für ein Ende des rechtlichen Wirrwarrs sorgt. Durch diese Bundesratsinitiative wird sich für Privatleute mit dem eigenen WLAN nicht wirklich viel ändern. Nein. Um der Abmahnlawine zu entkommen, hat das Café Oberholz seinen Internetzugang inzwischen über einen Provider umgeleitet. Denn Zugangsprovider haften in Deutschland nicht für Vergehen ihrer Kunden. Wer das nach wie vor kostenlose WLAN im Café nutzen will, muss nun auf der Webseite des Oberholz einen Usernamen und ein Passwort eingeben. Beides findet er öffentlich zugänglich direkt über den Eingabefeldern. Eine Identifizierung der Nutzer ist so natürlich immer noch unmöglich, aber nach deutscher Rechtsprechung haftet Ansgar Oberholz nun nicht mehr für das, was seine Gäste im Netz treiben. Aber das Absurde ist logischerweise, dass jeder, der jetzt weiter illegal Downloads macht oder Urheberrechtsverstöße begeht über unser Wi-Fi, die immer noch begehen wird und eben nur nicht mehr geahndet werden kann, weil die IP-Adresse nicht mehr zu uns führt. Anwälte, die viel Geld verdienen, verängstigte Nutzer, die ihre Netze verriegeln und sinnlose Anmeldeprozeduren in Internetcafés. Franz Kafka hätte sich die Störerhaftung und ihre Folgen kaum bizarrer ausdenken können. Als Kinder haben wir gelernt, teilen ist gut. Als Erwachsene bekommen wir dafür Abmahnbriefe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Die Frage, ist das Urheberrecht zeitgemäß? Würde ich jetzt sagen, nein, das Urheberrecht ist nicht zeitgemäß. Das Urheberrecht ist etwas, das hat man einfach als Urheber. Was natürlich was anderes da ist, ist dann das nachfolgende Verwertungsrecht. Das kann man sicherlich dann an jemanden abtreten, egal um was für eine Kunstform es sich handelt. Klar, die meisten denken sich natürlich Urheberrecht, und ich habe nur was mit Film und Musik zu tun. Dass es auch noch andere Dinge gibt, die sozusagen einem Urheberrecht unterliegen, das ja, übersehen die meisten einfach durch die Propaganda, die nur halt eben für diese zwei Kunstformen gemacht werden. Das war jetzt halt mein Senf dazu, zum Beispiel zum exzellenten Pferdzeug. Hallo Deutschland und hallo Fußballfans. Heute kommen auch wir am Thema Fußball nicht vorbei. Der Schwedenschock hat Deutschland im Griff. Bei der großen Pleite sind Millionen gestern live dabei. Gut, was heißt Pleite? Immerhin haben wir nicht verloren. Nur wer 4:0 führt, gibt meistens diese Führung nicht mehr ab. Wie kann sowas passieren? Viele Fans sind wütend und auch meine Kollegin Konstanze Polaschek, die kann einfach nicht anders. Nö, gar nicht wahr. Ich reg mich gar nicht drüber auf. Ich guck's mir sogar noch mal an. Nö, das war scheiße. Einfach unfassbar. Es war eine Scheiße. Seien wir mal ehrlich, ja? 4 Gegentore fangen in nur 30 Minuten. Also das ist doch auch eine Leistung, oder? Das kann auch nicht jeder. Eben, darum. Das ist gekonnt. Vielleicht sollte man das auch machen, Lorien. Du hast Fußball geguckt. Nein, du brauchst es nicht zu leugnen, dir muss es nicht peinlich sein. Was hättest du anders gemacht, gestern, wenn du auf dem Platz gewesen wärst? Ich hätte die 4 Tore verhindert. Wie wäre es ausgegangen, wenn du mitgespielt hättest? Noch schlimmer. Glaube ich auch. Und der Daria wäre das im Tor nicht passiert? Natürlich nicht, nee. Na? Weil wenn du dich auf den Ball fixiert hast, dann hätte ich den gehabt. Was hättest du anders gemacht, wenn du auf dem Platz gestanden hättest? Das hätte auch nicht viel besser gemacht. Na, sag das nicht.
war eine Katastrophe. War es eine Katastrophe? Ja. Sah doch so gut aus am Anfang. Sah so gut aus am Anfang und plötzlich wird nicht draus. Nee, gar nichts. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Eigentlich ist es gar nicht möglich, was gestern passiert ist, aber wir haben es geschafft. Ist das nicht auch ein Grund zur Freude irgendwie? Reife Leistung. Ja? Ist das nicht Wahnsinn? Wer weiß, was die in der Kabine gemacht haben in der Halbzeit. Meinst du, die Schweden lachen sich jetzt einen ins Fäustchen? Ja. Bei Ikea würde ich mich heute nicht blicken lassen. Da hätte ich keinen Bock drauf heute. Weißt du, kommst an die Kasse, genau. Lässt dich auslachen. Genau. Nee, nicht das mit mir. Das könnte passieren. Wie sagte der schwedische Trainer, Fußball ist auch lustig. Der hat gut reden, oder? Der schwedische Trainer. Ach, ist Fußball lustig. Guck mal, haben wir noch unentschieden gespielt. Ich glaube, der wäre ich auch lustig gewesen, ja. Außerdem ist der Ball rund. Das Spiel dauert 90 Minuten, okay? Und du sagst, du hast keine Ahnung von Fußball. Ja, Kinder, das hilft ja nichts. Ja, wir müssen weiter positiv denken. Nächste Chance, 22. März gegen Kasachstan. Normal hätte ich ja gesagt, wir gewinnen, ja. Aber so sage ich jetzt einfach 6-6. Ja, warten wir mal ab. Spätestens, wenn wir Weltmeister sind, ist dieses 4-4 sowieso vergessen. Und es ist doch nur Fußball. Rebecca lebt und inzwischen ist auch der mutmaßliche Täter festgenommen. Der 28-jährige Mann fiel schon früher durch Sexualdelikte auf. Durch das Ermittlungsraster der Polizei ist er trotzdem gefallen. Fast 4 Tage hat er die 17-Jährige in seiner Gewalt, bevor sie aus seiner Wohnung in Rostock fliehen konnte. Freunde und Angehörige atmen auf, ahnen aber auch, was Rebecca alles erlebt haben muss. Riesengroß die Erleichterung bei Rebeccas Freunden. Nach fast 4 Tagen des Bangens war der vermissten 17-Jährigen gestern Nachmittag die Flucht aus den Fängen ihres Peinigers gelungen. Sobald sie uns braucht, sind wir da und wir werden sie unterstützen, dass alles wieder gut wird und dass sie wieder komplett gesund wird, auch psychisch, und wir werden uns um sie kümmern wie sonst was. Und er ist der mutmaßliche Täter, Mario B., einschlägig vorbestraft. Der 28-Jährige soll Rebecca entführt und mehrfach vergewaltigt haben. Erste furchtbare Details der Tat gaben die Rostocker Behörden heute bekannt. Inzwischen wissen wir, dass Rebecca in den letzten Tagen in den Händen eines Gewalttäters war, der sie seit der Nacht zu Sonnabend in seiner Wohnung im Stadtteil Dirkow festgehalten hat und sie in dieser Zeit mehrfach sexuell missbrauchte, bis es ihr am gestrigen Nachmittag gelang, aus dieser Wohnung zu fliehen und ihrem Peiniger zu entkommen. Rebeccas Martyrium endet in der Nähe der Wohnung des 28-Jährigen. Ein Autofahrer entdeckt die junge Frau auf der Straße und übergibt sie der Polizei. Ich habe bloß gedacht, da steht jemand und ist blutig und halbnackt. Und in dem Moment habe ich gedacht, du musst anhalten und fragen, was da los ist. Notärzte kümmern sich um die junge Frau, bevor sie zur weiteren medizinischen und psychologischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht wird. Ihre Aussagen führen zu Mario B., der nur wenige 100 Meter entfernt wohnt. Polizisten umstellen das Haus. Wenig später orten die Ermittler sein Handy in der Rostocker Innenstadt und nehmen ihn fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte er Rebecca am Samstag auf dem Heimweg von einem Diskothekenbesuch aufgelauert, sie mit einem Messer verletzt und missbraucht. Anschließend brachte er sie mit Drohung in seine nahegelegene Wohnung am Dirkower Damm, wo er sie festhielt, immer wieder auch fesselte und schlug, mit einem Messer bedrohte und erneut mehrfach sexuell missbrauchte. Obwohl Mario B. wegen mehrerer Sexual- und Gewaltdelikte vorbestraft ist und unter sogenannter Führungsaufsicht steht, war er durch das Raster der Ermittler gefallen. Wir haben uns erstmal auf die besonders herausragenden sexualen Gewaltstraftäter konzentriert. Und dazu gehört er eben nicht. Und er wäre aber in der Reihenfolge irgendwann geprüft worden. Und so war es Rebeccas mutige Flucht, die ihr Martyrium beendete. Darunter leiden wird sie vermutlich noch lange. In Berchtesgaden rast ein LKW offenbar ungebremst eine abschüssige Straße hinunter und in ein Wohnhaus. Der Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach ersten Mutmaßungen konnte er seinen Wagen dann vielleicht sogar gezielt in die Hauswand gelenkt haben, um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Wäre er auf die vielbefahrene Bundesstraße gekommen, hätte er auch den Tod anderer riskiert. Die Unfallstelle ist geräumt, aber Teile der LKW-Stoßstange liegen noch vor dem Haus. Kerzen und Kondolenzbriefe, Ausdruck der Trauer um den 44-jährigen Lkw-Fahrer, den Mann, der seinen Brummi aus bislang ungeklärter Ursache frontal in das Wohnhaus gefahren hatte.
Es ist 15.20 Uhr, als der LKW in das Haus rast. Der Aufprall so heftig, dass das Dach des Gebäudes um mehr als einen Meter verschoben wird. Der Lastwagen ist mit tonnenschwerem Altmetall beladen. Der Unfall wird dem Fahrer zum Verhängnis. Eingeklemmt im total zerstörten Führerhaus stirbt er noch an der Unfallstelle. Wir haben in der ersten Phase geprüft, ob noch weitere Personen in dem Fahrzeug sind und ob weitere Personen im Gebäude sich befinden. Beides war Gott sei Dank nicht der Fall. Die Bewohner des Hauses, eine Familie und deren Mieterin, überstehen den Unfall ohne körperliche Blessuren. Alle allerdings erleiden einen schweren Schock. Das Gebäude ist definitiv nicht mehr bewohnbar. Es ist eine akute Einsturzgefahr. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine aufwendigere Aktion werden, die Bergung vom LKW aus dem Gebäude und dann in der Nachfolge die Sicherung vom Gebäude. Staatsanwaltschaft und Polizei versuchen jetzt herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam. Steuerte der Mann seinen LKW auf der stark abschüssigen Straße absichtlich in das Gebäude oder verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug? Bremsspuren hat die Polizei nicht gefunden. Möglich ist also ein technischer Defekt am Fahrzeug oder aber natürlich auch ein gesundheitliches Problem des Fahrers. Sein Leichnam wird heute obduziert. Vielleicht besteht danach ja Klarheit über die Unfallursache. Der Mann hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Michael Schieferstein kämpft für einen anderen Umgang mit Lebensmitteln.